Travis Scott könnte bald wieder in Fortnite reinkommen. Hallo und herzlich willkommen zum erneuten Fortnite-Video. In diesem Video geht es darum, wann der Travis Scott-Skin wieder in Fortnite reinkommen könnte. Denn relativ sehr viele Zuschauer haben unter meinen letzten Videos immer geschrieben, hey, bitte mach mal wieder dazu ein Video. Macht zum Travis Scott-Skin bitte ein Video. Und ja, ich habe jetzt mal so ein bisschen auf Twitter recherchiert, aber habe auch so allgemein mit Daten und Fakten herausgesucht und habe, glaube ich, eine ziemlich gute Shop-Prediction für euch. Es gibt auch neue Indikatoren, die dafür sprechen, dass der Travis Scott-Skin vielleicht doch wieder rauskommen könnte. Und es könnte auch sein, dass es da auch bald vielleicht mal wieder so ein Event geben könnte. Dazu komme ich aber dann gleich im Video. Des Weiteren mache ich momentan ein Gewinnspiel. Was verlose ich denn, fragt sich jetzt der ein oder andere. Ich verlose eine 15 Euro Passive Card. Was könnt ihr mit dieser 15 Euro Passive Card machen? Ihr könnt euch zum Beispiel 2x1000 V-Bucks holen. Oder ihr könnt es aber auch für ein anderes Spiel ausgeben. Wie könnt ihr denn mitmachen? Es ist ganz einfach. Ihr müsst einfach nur diesen Kanal hier abonnieren und unter diesem Video euren Epic Games Namen in die Kommentare schreiben. Wenn ihr das dann erledigt habt, werdet ihr in eine Word-Datei eingetragen und dann macht ihr mit beim Gewinnspiel. Das Gewinnspiel wird dann am 7. September 2022 aufgelöst, also heute, beziehungsweise morgen. Also heute ist die letzte Chance, nochmal mitzumachen und dann morgen kommt dann ein Video, wo ich dann den Gewinner auflöse. Also heute letzte Chance für euch, ich drücke euch die Daumen. Also fangen wir doch mal an. Ich würde jetzt mal behaupten, dass der Travis Scott Skin einer der beliebtesten Skins ist, die es so in Fortnite gibt. Oder sogar auch der beliebteste Skin, den es so in Fortnite gibt. Fast jeder Fortnite-Spieler wünscht sich diesen Skin. Ich habe leider nicht den Travis Scott und bereue es auch ziemlich sehr, dass ich mir ihn zu dieser Zeit nicht geholt habe. Und ja, auf jeden Fall wollen ziemlich viele Fortnite-Spieler, dass der wieder reinkommt und wollen sich den holen. So wie ich. Und, so, kommen wir doch mal zu den Daten und Fakten. Also der Travis Scott-Skin kostet 1500 V-Bucks, ist vom Seltenheitsgrad her Icon Series. Zu diesen Skin, also es gibt einmal zu diesen Items gibt es einmal einen Skin, also der Travis Scott Skin, es gibt eine Spitzhacke, es gibt sogar zwei Spitzhacken, es gibt noch einen Skin und dann noch eine Lackierung, einen Hängegleiter, aber die Lackierung und den Hängegleiter hat man, glaube ich, bei diesem Event da bekommen. Auf jeden Fall fragt sich jetzt der eine oder andere, okay, wann könnte denn der Travis Scott Skin wieder in Fortnite reinkommen? Und dazu schauen wir uns jetzt erstmal Daten und Fakten an. Der Travis Scott Skin war zuletzt am 27. April 2020 im Fortnite Item Shop, also vor 863 Tagen. Ist jetzt schon ganz schön lange her. Und da stellt sich jetzt der ein oder andere wahrscheinlich auch die Frage, okay, könnte dieser Skin auch in Fortnite reinkommen? Und da gibt es so Jein. Also meine Antwort ist da eigentlich so ein Jein, aber es gibt schon so ein paar Indikatoren, die auf jeden Fall dafür sprechen, dass dieser Skin bald reinkommen könnte. Fangen wir doch mal an mit den Indikatoren, die dafür sprechen. Mein klassisches Argument ist ja, dieser Skin ist sehr beliebt. Und wir kennen Fortnite. Fortnite bringt gerne mal beliebte Skins wieder raus. Wir kennen es zum Beispiel beim Marshmallow-Skin. Der Marshmallow-Skin ist ja auch relativ am Anfang von Fortnite reingekommen, da gab es ja auch ein Event und dann kam er lange Zeit nicht mehr in Fortnite rein. Da meinten auch die meisten, hey, dieser Skin wird wahrscheinlich nie mehr reinkommen, aber er ist ja jetzt doch noch 3-4 Mal wieder, war wieder im Fortnite Item Shop und sowas ähnliches, glaube ich, auch beim Travis Scott Skin. Da dieser Skin sehr beliebt ist, könnte ich mir das wie sehr gut vorstellen, dass er bald, dass er wieder in Fortnite reinkommt. Des Weiteren habe ich auf Twitter gesehen, dass dieser Skin immer noch in den Shopfights geupdatet wird. Sollte es jetzt stimmen von diesen Twitter-Leakern. Aber, soweit ich weiß, sollte es stimmen. Und dieser Skin wird regelmäßig geupdatet, also es erhält den neuesten Shop-Design. Und das ist auf jeden Fall ein großer Indikator, dass dieser Skin eventuell bald rauskommen könnte. Des Weiteren ist es ja so, dass die neue Season ja bald anfängt, nämlich am 17. September oder 18. September. Man weiß jetzt nicht, ob es da wieder so eine Down-Phase gibt. Und da habe ich auf Twitter gelesen, dass es möglich sein könnte, dadurch, dass ja Fortnite ja mal Zahlen veröffentlicht hat und wo man sieht, dass irgendwie immer weniger Leute Fortnite spielen, dass sie dann zur neuen Season zum einen wieder die alten Waffen in den Spiel reinbringen und dazu ein Travis Scott Event machen könnten, um so wieder neue Fortnite-Spieler zu erhalten, dass wieder mehr Leute Fortnite spielen. Habe ich gehört, das ist so eine Theorie, die manche Leute sagen, die stimmen könnte. So, jetzt mein Argument, dass so was so ein bisschen schwierig ist oder ein Indikator, was so ein bisschen so jein ist. Also es ist jetzt so, zu dieser Zeit, wo der Travis Scott Skin rauskam, wo es auch dieses Event gab, gab es ja einen Vertrag, beziehungsweise eine Kooperation mit Travis Scott und Fortnite. Das heißt im Endeffekt, also es wurde ein Vertrag gemacht und das ist dann so, wenn halt irgendeine prominente Person oder irgendjemand einen Skin in Fortnite rausbringen kann, wird halt ein Vertrag oder eine Kooperation gemacht. Das heißt dann, ihr bekommt, also wenn ihr euch dann diesen
diesen Skin holt, bekommt zum einen Fortnite einen Teil des Geldes und das andere Teil des Geldes erhält dann zum Beispiel der Manager von Travis Scott oder der Travis Scott selbst. Also irgendwie wird es dann so aufgeteilt. Genau einen Prozentsatz weiß man eher nicht. Ist ja auch was Geheimes. Und auf jeden Fall ist es so, dass aktuell zwischen Fortnite und Travis Scott kein Vertrag vorliegt. Also ich habe da jetzt nichts gesehen. Weiß man nicht genau. Kann sein, dass da vielleicht doch gerade ein Vertrag entsteht. Das weiß man aber leider gerade nicht genau. Jetzt stellt sich der eine oder andere die Frage, okay, wie lange würde es brauchen, dass so ein Vertrag gemacht wird? Da gibt es jetzt viele Schätzungen. Also man sagt immer so 2 bis 3 Monate könnte sowas brauchen. Aber das weiß man nicht genau. Es kann auch kürzer sein, es kann aber auch länger sein. Das sind da nur Vermutungen. Noch ein Indikator, wo man sagen könnte, okay, ja, da weiß man nicht ganz, ob er wieder reinkommen könnte. War ja dieser Vorfall, wo Travis Scott da, glaube ich, irgendwie ein Konzert hatte und dann war ja da irgendwas auf dem Konzert und da war irgendwas, da wurde er ein bisschen dafür kritisiert. Wenn ihr jetzt denkt, hey, was seht ich da? Ihr könnt mal auf YouTube nachschauen, Travis Scott Konzert irgendwie Abbruch. Da gab es ja so ein bisschen Kritik an ihm. Kommen wir mal zu meiner Shop-Prediction. Klar, es ist jetzt schwer, hier eine Shop-Prediction zu machen, dass dieser Skin genau dann am 19. oder 20. September 2022 wieder reinkommen könnte, also wenn dann die neue Season anfängt. Und meine zweite Prediction wäre dann schon ein bisschen später, nämlich dann am in der Weihnachtszeit, also am 12.12.2022. Also ich könnte mir das vielleicht schon gut vorstellen, dass er bis zur ersten oder bis zur zweiten Prediction wieder reinkommen könnte. Aber das weiß man leider nicht so genau. Das ist bei diesen Skins ziemlich schwierig. So, Jungs und Mädels, gerade eine kurze Pause gemacht, hab Pizza gegessen und jetzt mache ich weiter mit dem Video. Ja, das kann man sagen, sind so die neuesten Infos zum Travis Scott Skin. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne bitte ein Abo und ein Like da, würde mich sehr, sehr supporten. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, haut's rein!